Moin Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu diesem kleinen Produkt und zwar dem Maxi Girl oder Maxi Girl, so wird das Ganze genannt von der Marke her, produziert Kontaktlinsen ohne Sehstärke und ich habe mal hier einfach ein Modell besorgt für ein Kostüm und zwar ist dies hier eben eine kleine Linse, wir können mal reinschauen, aus der Naruto-Reihe. Und zwar das Sharingan. Das Ganze kommt auch noch in anderen Ausführungen. Da kann man gerne auch mal schauen. Ich werde den Link mal dazu da lassen. Denn ich finde tatsächlich, dass das eine sehr schöne Linse ist. Und vor allem, dass das Ganze sehr gut auch hier verpackt und verarbeitet ist. Wir haben auch zwei Linsen, die wir bekommen. Also da kann man auch schon mal sagen, das ist ganz cool. Ich habe tatsächlich ursprünglich gedacht, dass es nur eine ist. Und dann hier sämtliche Hinweise, wie das Ganze eben funktionieren soll. Ganze, wie gesagt, ohne Sehstärke, kann aber auch mehrmals benutzt werden. Ich werde hier einfach mal einen Cut setzen und das Ganze in mein Auge befördern und dann schauen wir nochmal, wie das sich Ganze dann eben hier verhält. So, wir befinden uns jetzt im Bad. Ich habe die Linse einmal hier auf meinem Finger aufgelegt. Ich versuche das Ganze hier einmal ein bisschen einzufangen. Das geht suboptimal, aber es geht. Wir müssen hier sehen eben, dass diese Linse eben richtig rumliegt. Und dann befördern wir das Ganze eben in unser Auge. Wir sehen auch, dass da so ein kleiner heller Rand drum ist. Und der saugt sich dann eben am Auge fest. Ich werde hier nochmal einen Cut setzen und das Ganze dann eben jetzt einmal einsetzen. So, die Linse ist jetzt einmal drin. Ich versuche mal so gut es geht in die Kamera zu gucken und da auch ein bisschen hin und her zu schauen, dass man so ein bisschen das sehen kann. Also ich denke, man kriegt einen ganz guten Eindruck davon. Und sieht meines Erachtens nach besser aus als erwartet das Endergebnis. Die Linse selbst als Linsenträger, kann ich sagen, bewegt sich soweit ganz solide mit, also da gibt es keine Probleme und man hat einen ganz kleinen roten Rand, den man sieht in der Linse selber, weil da die Pupille einfach drüber oder drunter sitzt und sich das dann da nicht ganz optimal jetzt eben individuell auf jede Linse anpassen lässt, aber ansonsten meiner Meinung nach ein sehr solides Modell und ja, finde ich ganz gut anzusehen.